So Leute, da sind wir beim nächsten Monthly Video, was ich gemacht habe. Jetzt seit knapp einem Jahr. Das ist die Nummer 12 für den Dezember. Im Januar habe ich den Channel erst wieder relaunched. Seitdem ist unglaublich viel passiert. Ich habe unglaublich viele nette Leute kennengelernt. Ich habe meine Reichweite sehr weit nach oben getrieben für so einen kleinen Channel. Deshalb bin ich unendlich dankbar dafür. Das möchte ich euch erstmal von vorneweg sagen, denn wir haben Dezember und ich möchte euch etwas zurückgeben dafür. Im Dezember wird unglaublich viel auf diesem Channel weggegeben. Weil ich habe ein paar Firmen angeschrieben, unter anderem halt Ultimate Guard, Dragon Shield und noch ein paar andere, wo es einfach nur darum ging, ich möchte gerne an meine Community, generell an die Magic Community, einfach was zurückgeben. Dieses Jahr war einfach so grausam schlecht für so viele von uns. Wir durften noch nicht mal mehr im Laden spielen, wir durften teilweise Freunde nicht sehen, wir durften teilweise immer noch Familienmitglieder nicht sehen. Und jetzt kommt Weihnachten auf uns zu, jetzt kommt der Dezember auf uns zu und auch das wird sehr hart, denke ich. Härter, als wir uns das vorstellen. Und deswegen möchte ich an euch was zurückgeben. Damit ich die möglichst meisten Leute erreiche, habe ich ganz viele Giveaways wirklich über den Monat verteilt. Nicht nur hier auf YouTube, sondern eben auch auf Instagram und auf Facebook. Die Links dazu findet ihr noch unten. Auch dort werden Giveaways kommen, die zum Beispiel nicht hier auf YouTube passieren werden, sondern dann nur auf Instagram oder nur auf der Facebook-Fanpage. Das heißt, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr nichts verpasst, da einmal ganz kurz hingehen und followen und dann könnt ihr da auf jeden Fall sehen, wenn Giveaways kommen. Es werden wirklich eine Menge Giveaways werden. Nicht nur bis Weihnachten, sondern auch darüber hinaus. Und zwar bis zum Ende des Dezembers. Und ich werde alle Giveaways, die ich so sammle, werde ich Ende des Dezembers auf diesem YouTube-Channel hier ein Riesenvideo machen, wo es darum geht, was ich alles weggegeben habe, wer was bekommt. Das heißt, wenn ihr jetzt noch versucht, ein günstiges Weihnachtsgeschenk zu bekommen, das wird knapp. Denn ich werde die ganzen Sachen erst im neuen Jahr verschicken. Einfach weil ich es sonst nicht schaffe, noch irgendwie nebenbei zusätzlich zu den echt vielen Videos, die kommen werden, noch diese ganzen Giveaway-Sachen zu managen. Deshalb brauche ich da einfach dann Zeit und eine Pause für. Ganz einfach. Es tut mir leid. Aber was mir nicht leid tut, ist, dass ihr echt eine Menge coolen Stuff bekommt. Und dann wären wir auch direkt beim Thema. Wir haben zwei Giveaways. Wir haben einmal die Karten. Und einmal die Hüllen. Danke fürs Mitmachen. Ihr kriegt das natürlich vor dem Dezember zugeschickt. Aber damit ich euch das zuschicken kann, müsstet ihr mir entweder über E-Mail-Adresse, über Facebook oder über Instagram einfach mal eine Nachricht schreiben mit eurer Adresse, damit ich euch das überhaupt zuschicken kann. Wenn ihr das gemacht habt, findet ihr bestimmt einen Weg, wie das zu euch kommen kann. So, nach den Giveaways gehe ich jetzt mal in den Punkt ein, was erwartet euch noch und was wird im Dezember passieren? Im Dezember werden nämlich keine Legacy-Content-Sachen auf diesem Channel kommen. Ich habe mir mal überlegt, mache ich mal ein bisschen was anderes und guck mal, was die Leute so ein bisschen noch sehen wollen. Und naja, gebe auch den Leuten ein bisschen Content, die eben sich nicht nur für Legacy interessieren. Ich weiß, damit gehe ich völlig out of range bei mir, was ich normalerweise produziere, aber mal sehen. Ich weiß, es werden Gameplays kommen aus anderen Formaten, aus Limited-Formaten, aus Tournament-Formaten, alles nur halt kein Legacy. Auch aus Casual-Formaten sollte was dabei sein. Es werden jeden Montag Openings kommen, es werden jeden Freitag Deck-Tags kommen, es werden trotzdem Dienstag, Donnerstags weiterhin Booster-Opening kommen. Mittwochs hin und wieder mal ein Special-Video, genau wie Samstags-Special-Video. Ich sag euch, ich habe so viel, was ich in diesen Dezember klatschen möchte. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich euch so hart spamme, aber ich hoffe, ihr habt wirklich Spaß dabei. Weil es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das zu produzieren und ja, mal sehen. Mehr will ich euch auch gar nicht spoilern. Ich habe euch jetzt schon mit den Gewinnspielen ein bisschen gespoilert, wo ihr dahin müsst. Habe ich so ein bisschen in die Richtung gespoilert, was kommen wird. Dementsprechend reicht das dann auch schon wieder. Kommen wir zum vergangenen Monat. Was ist vergangenen Monat alles so passiert? Ich hatte eine ziemlich beschissene Zeit. Also mir ging es persönlich auch einfach nicht gut. Und da kamen noch ein paar andere Schläge mit rein, wie zum Beispiel, dass meine Grafikkarte in meinem Laptop kaputt ist. Was das Ganze aufnehmen, schneiden und so weiter echt anstrengend macht. Und ja, neuer Rechner kommt, kostet halt Geld, muss ich mal gucken. Weil auch diese Dezember-Aktion wird echt nicht günstig für mich. Das hat aber bei mir jetzt erstmal Vorrang, dass ich im Dezember diesen Giveaway habe für euch. Ja, war echt kein schöner Monat. Die Gameplays, die kamen, fand ich sehr, sehr cool. Es waren sehr coole Decks dabei, neuere Decks, ältere Decks.
Wir hatten jetzt am Montag noch das Pokomoki Pile, was ja auch so ein Legacy Deck ist, was sehr neu ist. Hatten wir noch ein Grixis Control, was auch ein sehr schönes Deck ist und eben auch viele Leute ansprechen dürfte. Ich habe euch zwei sehr coole Einsteigerprodukte für Magic gezeigt. Einmal ein Challenger Deck und einmal das Arena Einsteigerpaket, was auch großartig war. Mein Blackie Talk über Proxys kam ultra krass an. Leute, nochmal vielen Dank dafür. Das fand ich sehr, sehr cool. Das nächste Blackie Talk im Dezember werde ich etwas für etwas anderes nutzen. Es werden aber noch ein paar Blackie gezeigt kommen. Weil auch das Blackie zeigt von den Zauberhandprodukten ist relativ gut angekommen. Das fand ich sehr, sehr cool von euch, dass ihr eben dort auch sehr viel kommentiert habt und eben mir auch gezeigt habt, hey, das ist cool, was du machst. Mach das bitte weiter. Auch wenn die Zauberhandprodukte anscheinend irgendwelche Hater haben und da andauernd die Daumen nach unten mit beigedrückt werden. Aber okay, jeder hat seine Meinung und das muss ich halt auch akzeptieren. Trotzdem scheinen die sehr, sehr gut anzukommen. Und natürlich Anfang des Monats die ganz große News. Blackie tritt Radio Ravnica bei. Wenn ihr es noch nicht getan habt, zum Gamery rübergehen und dort eben schauen. Wenn ihr meine Talk-Videos mögt, wenn ihr einfach nur hören wollt, wie ich mit Robin über irgendwelche Themen rede, dann solltet ihr da auf jeden Fall reinschauen. Ja, und dann kam echt eine Menge alte Booster, die ich noch gefunden habe, teilweise aus Berlin mitgebracht habe und ähnliches. Ja, das Booster-Opening dieses Monat war richtig, richtig cool. Also nachdem der letzte Monat ja sehr, sehr schwach war, war dieser Monat echt gut. Es hat mich echt auch sehr gefreut, weil eben Leute mir auch gezeigt haben, hey, was du da machst, ist cool, wir mögen das und wir wollen das weitersehen. Und das hat mich noch mehr motiviert, dieses ganze Giveaway vorzubereiten. Ihr merkt, ich rede davon, ich möchte euch am liebsten alles zeigen, alles erzählen. Es ist ganz cooler Stuff dabei. Es ist auch Stuff für andere Channel dabei, die ich dann dort weitergebe, damit die Leute das verlosen. Ich habe mir da so viel Mühe gegeben und ich hoffe, dass das wirklich gut ankommt. Und deshalb starte ich jetzt auch hier mit einem Giveaway und zwar diesmal nur ein Giveaway, weil, naja, es wird echt, echt viel und deshalb ist es auch nur eine Kleinigkeit, aber es sind zwei Sachen, die man gewinnen kann. Und zwar einmal ein Commander Legends Booster mit einem Relic Token. Sind auch relativ neu. Von Ultra Pro. Die sind richtig gut geworden dieses Mal. Die letzten fand ich nicht so geil. Die sind richtig cool. Plus ein Commander Legends Booster. Da kann halt bis zum Jeweled Lotus alles drin sein. Wird an einen von euch rausgehen. Und zwar, was ihr dafür tun müsst, ist, dass das erste Giveaway auf diesem Channel, das ist relativ einfach, ihr seid Abonnent des Kanals und ihr schreibt mir, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich will einfach nur wissen, so hey, was haben die Leute sich so gewünscht, was wollen die Leute so haben und naja, vielleicht habe ich auch noch Ideen, was ich verschenken kann. Man muss ja den Eigennutz bei diesen Videos auch immer im Vordergrund stehen haben. Dementsprechend, ja, das ist auch wichtig. Wer es verpasst hat, gestern war das erste Giveaway auf Instagram. Also wenn ihr noch eine Chance haben wollt, was zu gewinnen, guckt dabei. Morgen ist dein Giveaway auf Facebook schon mal da. Dann habt ihr schon mal die drei Plattformen auf jeden Fall jeweils schon mal ein Giveaway da. Und ja, denke, der Monat wird ganz cool, auch wenn er für mich sehr stressig wird. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.